Willkommen von der CES 2014, wo wir das Jabra Soulmate Max hier in unseren Händen halten können bzw. auf dem Tisch stehen haben. Das ist etwas größer wie die Modelle vorher. Es ist natürlich größer wie das Mini oder das normale Soulmate. Und sie haben absichtlich ein sehr großes Produkt gemacht, das man hauptsächlich wohl zu Hause verwenden wird oder im Garten oder in der Küche oder sowas. So eine Zwischengröße wäre eigentlich unpraktisch gewesen, eigentlich aus jeder Hinsicht, denn die Kleinen sind eigentlich schon auch ziemlich gut, was den Sound angeht. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier so ein kleines Gummiarmband, mit dem können wir das einfach wunderbar in unsere Hand nehmen, so dann tragen mit uns, wenn wir das unbedingt wollen. Auf der Rückseite haben wir hier natürlich immer noch den großen Subwoofer, der hier gut Bass rausgeben wird. Hier können wir das Gerät aufladen, nicht mehr über USB, sondern über ein Ladegerät. Hier ist der entsprechende Stecker dazu. Seitlich haben wir ein paar Anschlüsse, wie zum Beispiel USB. Damit können wir das S4 oder auch ein G2 dreimal komplett aufladen oder das Gerät kann übrigens 14 Stunden bei voller Lautstärke Musik abspielen, was schon ziemlich verrückt ist. Über Micro-USB können wir Firmware-Updates einspielen, darüber nicht laden, wurde mir gerade gesagt. Wir haben einen Anschluss natürlich, um Stack nicht nur per Bluetooth anschließen zu können, was aber auch möglich wäre, per NFC kann ich einfach meine Handy hier dran halten und dann abspielen die Musik. Hier wie immer an- und ausschalten und hier habe ich dann die Status-LEDs entsprechend für die jeweiligen Funktionen. Das ist das erste Soulmate von Jabra, was auch hier die Möglichkeit hat, beim Song vor- oder zurückzugehen. Die Lautstärke können wir hier auch regeln, das war bis jetzt ja auch möglich. Und wir können auch anhalten oder zum nächsten Song gehen. Vorher hatten wir immer nur 3 Knöpfe, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr und wir können immer noch auch Anrufe annehmen und beantworten hier mit diesem Knopf. Und jetzt drehen wir einfach mal die Musik auf, denn das iPad spielt hier gerade schon Musik ab. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Hat auch schön Bass, aber nicht überlaut. Also klingt auf jeden Fall sehr angenehm. Könnte ich jetzt auch wieder hier runterdrehen oder auf Pause drücken und dann hält der Song an. Übrigens habe ich euch gar nicht unten gezeigt. Wie immer haben wir hier das Kabel auch gleich mit dabei. 3,5 mm Kabel, wenn wir so wollen. Können wir das also direkt auch anschließen, müssen dann nicht über Bluetooth uns verbinden. Heißt, jeder kann eigentlich kommen mit seiner Musik und das direkt verbinden. Und das hat auch Priorität. Also jedes Mal, wenn jemand per NFC kommen würde und Musik abspielen will, könnt ihr trotzdem Kabel anbinden. Und das ist dann immer in der Priorität. Von der CES 2014, das war das Jabra Soulmate Max. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das zugeschaut habt. Und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren.